Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seht, ich bin noch auf Bali. Momentan bin ich noch in Sanur, aber heute werde ich umziehen. Und zwar geht es heute ins wundervolle Ubud. Ich freue mich richtig, endlich in die Natur einzutauchen. Und ja, sorry, das Flugzeug. Ich hoffe, ich kann euch mitnehmen und dann lasst uns mal starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Ich packe jetzt erstmal meinen Rucksack. Ich weiß gar nicht, hatte ich euch eigentlich das Zimmer gezeigt? Ich zeig's euch mal. Bitte nicht so genau schauen. Ich muss halt jetzt packen. Das Einfache ist immer, ich habe ja diese Packtaschen. Das kommt einfach alles in den Rucksack, geht ruckizucki. Ja, das ist mein Zimmer, klein, aber fein. Hat gekostet 20 Euro pro Nacht. Hier ist das Bad. Und hier ist der Pool. So, das Zimmer ist leer. Und mein Gepäck steht hier. Ein Rucksack, meine Bauchtasche und mein Handgepäck. Jetzt bestelle ich mir ein Grab und dann geht's auf nach Ubud. Ciao! So, das hat schon mal geklappt. Jetzt geht's los nach Ubud. Der Fahrer hat mich an der Hauptstraße rausgeschmissen, weil die Straße ist zu eng fürs Auto und er kann hier nicht reinfahren. Jetzt laufe ich noch 600 Meter mit vollem Gepäck. So, in 50 Metern bin ich da und hier sieht es ja schon mal richtig gut aus. Ich bin da, ja! Dann werden wir mal reingehen. Roomtour, hier ist die Rezeption, da gibt es auch Frühstück. Hier ist der Pool, hier ist mein Bungalow. Das Bad, der Spiegel ist ja schon mal größer, da hatte ich heute Morgen so meine Probleme. Und nach hinten geht direkt in den Dschungel. Wie geil. Ich muss jetzt erstmal was essen. Mir was Süßes zum Trinken kaufen. Ich brauche gerade ein bisschen Energie. Und dann erkunde ich erstmal Ubud. Das ist übrigens mein Weg von meiner Unterkunft zur Hauptstraße. Ich gehe jetzt erstmal zum Local Market gucken, ob es da was zum Futtern gibt für mich. Und dann vielleicht zum Affenpark ein paar Monkeys anschauen. So, hier ist der Handwerksmarkt. Und da gehe ich jetzt erstmal rein. Freue ich mich. Hier ist mächtig was los. Viel mehr wie in Sanur. So, das ist mein Essen. Diesmal mal vegetarian. Ich sitze hier und esse. Und da klettern gerade die Affen entlang.
So, ich bin jetzt hier am Affenwald angekommen. Allerdings muss ich erstmal den Eingang suchen. Aber da sitzt schon einer. Ich habe ja Angst vor Affen. Mich hat mal ein Affe angegriffen auf Sapi Island. Oh. Thank you. Schaut euch mal diesen Baum an. Wahnsinn. Das sind Affen, die können nicht mehr ausgewildert werden. Oder die sind krank, der hier zum Beispiel. Dem wurde ein Arm abgenommen. Oh oh, ich würde sagen, da hat einer keine Sonnenbrille mehr. Ja, mein kurzes Fazit. Also, ich hatte es fast so erwartet. Ich hatte erwartet, dass es eigentlich noch ein bisschen natürlicher ist. Nicht so viel künstlich hergestellt erbaute Wege und so. Also, dass man hier durch einen richtigen Wald wandert. Also wandert halt. Aber es ist tatsächlich wirklich sehr, sehr touristisch alles hergestellt für die Touristen. Die Affen werden gefüttert. Ja, ich mag es nicht. Eigentlich habe ich ja auch Angst vor Affen, weil ich schon zu viele Affen in der freien Wildbahn getroffen habe. Einer hat mich sogar mal angegriffen oder zwei, sogar auf Sapi Island. Aber das ist das, was ich liebe. Ich liebe es, die Tiere in ihrer natürlichen Umwelt kennenzulernen und nicht in einer künstlichen Welt. Ja gut, eigentlich habe ich es nicht anders erwartet, aber vielleicht treffe ich auch noch ein paar Affen im echten Dschungel. Wow, also die Pflanzen hier, mega. So, ich war schnell was trinken und jetzt geht's da lang. Und zwar ist hier 5 Minuten von meiner Unterkunft sind die Reisfelder. Oh, ganz schön hoch schon, die Reisfelder. Also für euch mal zur Übersetzung, 100.000 sind 5 Euro. Also kostet hier ein Bier 2,50 in etwa. Hi. Hallo. Hat einer aus einer Ruine ein bisschen Kunst gemacht. Boah, diese Geräusche hier, hört doch mal. Hier gibt es Bananen mit auf dem Weg. Sie zupft hier jetzt gerade gut drauf. Schaut mal, wie tief sie im Wasser steht. Macht hier erstmal das ganze Gewächs zwischen den Reispflanzen.
bauen da hinten und die Steine holen sie mit dem Moped. Und zwar, wow, hat der einen Korb hinten drauf? Der kommt voller Steine und dann kommt er wieder. Hier ist die Bewässerungsanlage, ein Mini-Wasserfall. So, hier ist irgendwie, sie hat mich jetzt überredet, hier Früchte zu kaufen. Aha, tu. Aha, how much? 20. Frei nach dem Motto, support the locals, habe ich für 2 Mangosteen 10 bezahlt, 10.000. Gestern auf dem Markt habe ich für 5 Mangosteen 2 Bananen 16 bezahlt. Aber ich gönn's ihnen. Hey du, was machst du denn da? Ah, Futtersuche, ja? Ich bin mal jetzt ein bisschen abseits des Weges gegangen, weil der Weg ist tatsächlich ganz schön gut besucht, weil der direkt in Ubud losgeht. Aber hier ist es auch so schön. Was passiert eigentlich, wenn man eine Schlange trifft? Stehen bleiben oder wegrennen? Ach! Na hallo! Alle meine Entchen! Also eins muss ich ja mal sagen. Wäre ich der Bürgermeister von Ubud, dann hätten die keine Baugenehmigung von mir bekommen. Meint ihr, ich komme da hoch, um mal zu gucken, wie es da oben aussieht? Was ist das für ein Baum? Ich frag mal. Ich hab gefragt. Ja. Das sind Mandarinenbäume. Ja. Mandarinenbäume, ja. Okay. Da hängen die Bananen. Ja. Wie hat die hier? Ja, in ihrer Schüssel. Ja. Okay. Was? Hier Banane. Thank you. Good. Mhm. Ja, hier ist Banane. Mhm. Ja. Mandarin fresh. Papaya fresh. You. Okay. Ja. Mmh, ja. Da sind Samen drin. Ja, ich weiß, ja. Ja. Yes. Wenn ich zurückkomme, when I come back. Come okay? Yeah. Come back. Yeah. Okay? Ja. Okay? Schaut mal, in den Bananen waren Samen drin. Habe ich auch noch nie gesehen. Also jetzt habe ich doch schon ein bisschen Angst vor Schlangen hier. Das ist mir ganz schön dicht hier mit den Pflanzen. Oh oh, ich glaube, der Weg ist hier zu Ende, oder? Ich versuch mal noch einen Meter. Ich sag's euch, ich mach mir ein Hemd, weil ich nicht weiß, ob es hier Schlangen gibt. Aber Schlangen sonnen sich ja gern, oder? Hier ist nicht wirklich Sonne. Ist einfach Urwald. Mitten im Busch. Wow, ich bin jetzt hier mitten im Busch. Und ich habe ganz vergessen zu schauen, wann es hier dunkel wird. Aber ich glaube, ein bisschen Zeit habe ich noch. Mann, ich mache mir so ins Hemd. Hier überall knickt es und knackt es im Gebüsch und raschelt.
Und puh, hört mal, nichts außer Natur. Ich will ja nichts sagen, aber ey, es geht hier echt, echt weit nach unten. Da unten ist irgendein Fluss, oder? Macht auf der Karte gar nicht so den Eindruck hier. Puh. Wow, ist das gruselig. Da sieht man das Ende nicht mal. Ich kann ja mal Zoom anmachen. Oh. Hier bin ich rausgekommen. Okay, wieder Häuser. Hey, schaut mal. Sind doch diese Rambutan, ne? Ich glaube, ich gehe mal zurück. Ich bin schon im nächsten Ort angekommen und hier ist schon Sonnenuntergang. Wenn es im Dschungel dann wieder dunkel ist, mache ich mir wieder in die Hose. Daher ab nach Ubud zurück. So, ich habe jetzt erstmal Google gefragt, was man macht, wenn man auf eine giftige Schlange trifft. Man soll auf den Boden stampfen, dass man durch die Vibration sich zu erkennen gibt und die Schlange die Gelegenheit hat, wegzukriechen. Jetzt habe ich die Oma wieder getroffen, da steht sie. Und habe ihr 10.000 in die Hand gedrückt und jetzt hat sie mir alles gegeben, was in ihrer Schüssel war. So Stäbchen, Bananen, Mangostin. Und die freut sich da hinten. Jetzt ist ihre Schüssel leer. Einmal Ubud by Night. Hier ist richtig was los. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Zum Beispiel morgen geht's mit einem privaten Fahrer auf Tour. Das kommt dann aber nächste Woche erst. Dann folgt mir doch einfach und abonniert meinen Kanal. Bis bald! Thank you.